So, liebe Zuschauer, ich grüße Sie jetzt am Nachmittag hier vom Freitag, dem 13. Ich hoffe, Sie sind gut durchgekommen bislang, gerade an den Märkten natürlich und insbesondere auch privater Natur. Wie gesagt, ich sagte heute Morgen schon beim DAX, alles relativ statistisch gesehen hat der Tag keine andere Relevanz als ein anderer. Aber wir sehen an den US-Märkten, wie auch gestern schon in Erwähnung gebracht, eine Fortsetzung der Schwäche. Jetzt vorm Wochenende. Wir müssen jetzt ausloten, bis wohin es gehen kann. Tatsache ist, wir haben jetzt hier zunächst zu Beginn den Nasdaq 100, den Technologieindex, im Fokus hier links in der Stundenbeschau. Das zoome ich mal ein Stück weit rauf, das Ganze. Und hier der Tendenzfall von der letzten Analyse. Da gab es leider keinen Pullback. Es ging vielmehr direkt weiter runter. Und wir sind jetzt hier aktuell dabei, die nächste Unterstützung 4320 rund aufzugeben. Ich muss mir noch ein Stück rauszoomen nochmal. Hier diesen Horizontalbereich, den gibt der Index justamente auf. Und das sieht nicht gut aus für die nächsten Handelsstunden. Tatsache ist, und da werde ich jetzt gleich mal das Bild ein Stück weit anpassen, wir haben hier im Prinzip jetzt ein Reihum an Widerständen auf der Oberseite, wie bei den anderen US-Indizes auch. Es war anzunehmen, dass die Schwäche sich weiter fortsetzt, die technische Brisanz hier nach wie vor gegenwärtig ist. Es ist nicht so, als würden wir hier jetzt schon freudige Umkehrsignale sehen. Gestern, das war mehr oder weniger alles rein korrektiv, wie es sich so schön nennt. Also Überbewertung sollte das nicht finden. Jetzt viel mehr interessant, dass wir hier mit der heutigen Bewegung diese einst Unterstützung, jetzt Widerstand 4344 rund. Dieses Niveau, ich komme ich nochmal raus, woher kommt das? Jawohl, hier vom Dezember hoch. Und genau dieses Niveau, beziehungsweise vom Hoch von Ende November. Und genau dieses Niveau hatten wir hier dann einmal noch im Februar, so ein bisschen umringt. Das sehen Sie hier mit diesen Kerzen. Wenngleich das hier die 24-Stunden-Indikation von JFD ist, hier in der Nacht. Aber letztlich stoppte da eben der Preis und dann ging es am nächsten Tag direkt weiter hoch. Und jetzt unlängst nochmal Relevanz hier zuletzt am 11. März und eben heute mit dieser Kerze. Definitiv kurzfristig darf gesagt werden, unterhalb von 4345 bleibt der Nasdaq Composite ein klarer Short. Daran dürfte sich nichts ändern. Vielmehr legen wir jetzt noch eine Abwärtstrendlinie drauf, um das sozusagen nochmal zu untermauern alles, denn die Charttechnik gibt es nun mal gerade her. Und man darf eben davon ausgehen, dass unterhalb dieses Trends alles, Moment, das rücken wir noch ein Stück weit runter, das wollte ich jetzt eigentlich machen. Unterhalb dieses Trends hier kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial zu erwarten ist. Ich lege hier auch nochmal ganz schlank so eine Art Trendlinienkanal auf, der hier jetzt andeutet, wohin die Reise gehen dürfte. Denn wo sind denn hier die nächsten Unterstützungsziele? Wenn wir jetzt mal hier davon ausgehen, dass er jetzt das Niveau von 4320 durchbricht, dann kann man auch hier wieder schön rauszoomen, um sozusagen ein Überblick auf Stundenbasis zu erhalten. Und da sehen wir hier diese Zone 4280 rund. Das wird ein Thema, wenn wir hier da weiter runtergehen sollten. Definitiv muss man sich darauf einstellen, dass es weiter abwärts gehen kann. Wir haben auch hier so eine Art bärische Flagge gesehen. Ja, also nicht idealtypisch, aber was ist schon idealtypisch? Insofern nehmen wir das, was wir bekommen. Aber es ist hier so eine Art bärische Flaggenstruktur definitiv erkennbar. Und im Zuge dessen, dass man hier den Vorfeldimpuls ableiten kann, könnte sogar noch deutlich tiefer gehen. Aber ein nächstes Korrekturziel liegt bei 4280 Punkten. Das wäre die nächste Hausmarke für weiter fallende Preise, solange wir eben unterhalb von 4345 bleiben. Gehen wir hier nach oben raus, okay, dann muss die Situation neu bewertet werden. Speziell über 4350 wäre dann hier stärkeres Erholungspotenzial gegeben. Nasdaq Composite, Nasdaq 100 Index, nochmal kurz hier, 4280 auch im Tageschart mal kurz beleuchtet. Sehen Sie hier sehr schön, da kommt her das Niveau, wenn wir es denn überhaupt erreichen. Denn Sie sehen hier sehr schön auch eine Aufwärtstrendlinie seit Januar. Hier in diesem Bereich haben wir gestern knapp touchiert. Jetzt eben die Frage, okay, gehen wir unten durch oder nicht? Wenn wir unterhalb von 4320 bleiben, den Support aufgeben, dann könnte es eben halt hier bis zu 4280 gehen, bis in diesen Bereich. Und dann wäre eben auch die Trendlinie in Gefahr. Dürfte unter Umständen dann sogar auch noch zu einem Pullback führen können, der hier sozusagen das Niveau, machen wir es direkt mal per Linien hier. Dann umgekehrt das 23,8er Fibonacci-Level, Schrägstrich hier ein Pullback an dieser gebrochenen Aufwärtstrendlinie bedeuten könnte. Das ist zumindest anzunehmen, dass der Index dann eine solche Bewegung vollzieht. Ab da gilt es dann eben abzuwarten, was der Index noch machen kann. Ich will auch hier kurz
Das symbolisieren, also da sind wir jetzt kurzfristig drauf und dran hinzulaufen. Das wäre jetzt mal hier meine präferierte Meinung für heute. Gestern hatten wir die Apple in der Schau, die möchte ich Ihnen heute nicht vorenthalten. Die hatten wir im JFD-Stream beobachtet. Die zeigt sich heute wieder relativ stabil. Tatsache ist aber, wenn die Märkte zurückkommen, ja, dann wäre gerade die Apple-Aktie unter Umständen ein Wert, ein Hotpick, um diese dann hier im Sinne einer Rücksetzerbewegung im Sinne eines Rücklaufs einzusammeln. Sie sehen, die Aktie ist relativ stark. Die Aktie hat hier weiteren Drive nach oben und dürfte auch mittelfristig weiter aufwerten. Grundsätzlich hier, wenn es jetzt sogar dazu kommt, dass sie nicht weiter in Richtung 120 zurücksetzt, kann es auch dazu kommen, dass wenn wir hier jetzt direkt nach oben rausziehen, hier diesen jetzigen Widerstand, sie macht die Zone mal rot, wenn wir jetzt hier den Bereich um 126 oder um 124 vielmehr überbieten, dann hat man hier definitiv die Chance, dass der Markt dann weiter rauszieht in Richtung Allzeithoch, Schrägstrich hier dem Pivotpunkt Wochenbasis war das meines Erachtens. Jetzt haben wir hier die Pivotpunkte auf Tagesbasis. Gerade mal anpassen. Ne, Wochenbasis hat sich verschoben. So, da haben wir es, die Monatsbasis-Pivotpunkte waren das. Genau das ist dann praktisch das, was dann hier akut bleibt. Ich präferiere aber auch bei der Apple-Aktie nochmals leichte Rücksetzer, die dann hier in diesem Bereich Kaufchancen darstellen. Definitive Kaufchancen. Hier haben wir ein klassisches Pullback-Level, Aufwärtstrend. Natürlich kann die Aktie auch ein Stück weit tiefer gehen, aber wenn wir hier um die 120 uns irgendwo einkonsolidieren, wäre das sehr, sehr gut. Ansonsten ziehen wir hier eben über 126,4 direkt raus. Dann kann es auch sein, dass wir hier schneller als so mancher schauen kann, wieder in Richtung Allzeithochs gehen. Die Apple-Aktie bleibt interessant. Und die werden wir auch weiter engmaschig im Stream, Schrägstrich hier bei JFD Live Trading TV, beobachten. Jetzt zu guter Letzt will ich kurz auf den S&P 500 eingehen und dann haben wir es im Prinzip heute auch schon geschafft. Hier sehen Sie auch die Annahme von gestern mit Bravour an dieses Level gekommen. 2065 Punkte, Touchdown. Wir kommen von da gerade zurück und liebe Zuschauer, es deutet sich an, dass wir das Tief der laufenden Woche ansteuern, Schrägstrich hier. Und Sie sehen diesen Tendenzfall, den würde ich hier weiter unterschreiben, dass wir hier weiter zurücksetzen. Das Risiko weiterer Verluste ist gegeben am US-amerikanischen Markt. Wie sich das auf Europa, Deutschland auswirkt, muss man abwarten. Der DAX ja unverändert mit relativer Stärke. Aber die Amerikaner sind hier weiter angezählt, inklusive des aktuellen Tests dieses Pullback-Levels. Ist eigentlich eine weitere Schwäche zu erwarten, Schrägstrich zu präferieren. Ziehen wir hier nach oben raus, haben wir hier insbesondere oberhalb der Kerze vom 10. März 2079 Punkten dann hier wieder mögliches Aufwärtspotenzial, aber es ist für mein Dafürhalten alles im bärischen Rahmen, aktuell bei den Amerikanern. Hier S&P 500, nehmen wir mal den blauen Pfeil raus, der ist schon Geschichte. Hier ähnliches Bild im Stundenchart, wir sollten Richtung der gestrigen Tiefs, Schrägstrich der Tiefs vom 12. laufen, beziehungsweise dass man hier die Indikationstiefs, also hier die Zone um 2040, 2045 wäre hier ein erstes Ziel, um dann hier sogar mit Blick auf Tagesbasis vielleicht weiter abzudriften. Wir schauen uns noch den Wochenchart an. Hier ist das, was wir schon lange im Blick haben, immer wieder die große Divergenz. Hier dieses sich ausdehnende Dreieck und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass der Index hier Richtung 2140, 2130 noch anzieht, um eben hier einen sauberen Touchdown zu machen, aber aktuell nahezu mustergültig wieder hier im Fahrplan beim S&P mal drauf aufpassen, was hier im Bereich 2020, 2015 passiert. Vielleicht sehen wir ähnlich wie hier im Oktober so einen kleinen Crash nach unten, so einen kleinen Ausbruch, um dann praktisch wieder nach oben durchzustarten. Im Worst Case passiert sowas hier. Ich will es nicht vorausahnen oder jetzt an die Wand schreiben, aber die US-Amerikaner sind hier deutlich in Schräglage gerade und wir haben hier neben dieser Divergenzbildung hier auch auf Wochenbasis hier durchaus Spielraum nach unten, wenn der Markt sich hier nicht in Bälde wieder fängt. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für heute und das heutige JFD Live Trading. Nachher gibt es noch eine kleine Analyse im Stream. Lassen Sie sich überraschen, was wir da bieten für Sie. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein entspanntes, sonniges Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Eine schöne Zeit und auf bald. Ihr JFD-Team und insbesondere Christian Kämmerer. Ciao dabei.